Ich will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen, mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich einst erwache. Liebe Mitglieder unserer Seelsorgeeinheit, mit diesem Eröffnungsvers aus der heutigen Sonntagsliturgie grüße ich Sie herzlich an diesem sonnigen, sommerlichen Sonntagmorgen und wir wünschen Ihnen allen einen guten und gesegneten Sonntag aus unserem Pfarrhaus. Gott sei Dank gelten ab diesem Sonntag gelockerte Corona-Maßnahmen in unseren Gottesdiensten. Unser Bischof hat uns ja letzte Woche geschrieben und wir können jetzt Ihnen sagen, dass Sie sich nicht mehr für die Messen anmelden müssen und dass auch keine Teilnehmerlisten mehr geführt werden. Also eine kleine Lockerung. Die anderen Hygieneregeln wie Abstände, unser Kommuniongang oder auch kein Gesang, all das bleibt leider, so sage ich, noch in Kraft. Aber wenn es die Verbreitung der Pandemie verhindert, helfen wir natürlich auch gerne mit diesen Regelungen. Wir hoffen natürlich, dass es besser wird und dass Corona irgendwann einmal wirklich dann nicht mehr da ist und wir uns ganz normal wieder treffen können, zum Gottesdienst, aber auch vor allem zu vielen anderen Veranstaltungen. Mit diesem kleinen Gruß heute Morgen, auch vom Herrn Pfarrer Grotz, der hinter der Kamera steht, wünschen wir Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Alles Gute!